Ich weiß, das Video ist mega lang und ich laber und laber und laber, aber es ist ein sehr, 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 sehr wichtiges Video. Ein sehr, sehr, sehr wichtiges Video für die Zukunft dieses Kanals. Kotze ich, wenn ich das höre, weil... Hey Leute und willkommen zum ersten richtigen Video seit Ewigkeiten. Wenn man das Geburtstagsstream-Video nicht mitzählt, war ich jetzt über 3 Wochen komplett inaktiv. Also ich habe weder auf Twitter viel gemacht, noch auf Instagram, noch auf YouTube. Heißt das, ich habe keinen Spaß mehr an YouTube? Nein, ich habe mega Spaß an YouTube, ich hatte einfach nur eine Zeit lang keinen Bock. Es ging so viel Müll auf YouTube Deutschland ab und ich dachte mir, ich glaube, da vermisst mich keiner, wenn ich mal ein paar Tage, Wochen Auszeit nehme. Diese Auszeit konnte ich gut gebrauchen. Ich habe hier viel geschafft, noch nicht alles, denn hier sind immer noch Kartons im Hintergrund. Ach, und übrigens ein Hund auf der Treppe, weshalb ich die Kamera hier aufgestellt habe. Das muss ich kurz erklären, ich finde das mega seltsam. Knubbel? Knubbel! Ich finde das einfach mega seltsam, dass der Hund sich auf die Treppe legt. Er ist sowieso irgendwie mehr wie eine Katze als wie ein Hund, habe ich das Gefühl. Oh, 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 hallo. Hey, hey. Sie, nicht so stürmisch. Was ist los mit dir, du kleine Maus? So, ich musste kurzfristig weg etwas erledigen und jetzt sind schon irgendwie 6 Stunden später. Und es ist dunkel draußen. Eigentlich hätte ich das Video auch komplett nochmal neu anfangen können, aber weil mein Hund eben so schön auf der Treppe lag, steige ich jetzt einfach mitten im Video ein. So, kurz trotzdem vorab, das wird ein ernstes Video. Bin mit dem Umzug noch nicht ganz fertig. Ich hatte schon eine Roomtour gedreht, aber meine Couch kommt morgen, deswegen habe ich jetzt irgendwie keinen Bock mehr, diese Roomtour hochzuladen, weil sich ab morgen schon wieder die Hälfte hier verändert. Deswegen werde ich die Roomtour nochmal zu einem späteren Zeitpunkt aufnehmen. Ich glaube erst, wenn ich alle Möbel drin habe. Das nervt mich nämlich sonst alles. Und ich habe einen Hundewelpen, der mich nicht mehr schlafen lässt. Zusätzlich noch viele Projekte, die ich nebenbei jetzt gerade abarbeite, die mich auch sehr wenig schlafen lassen. Also, Fazit vor dem Video. Ich bin übermüdet. Ich habe einen Welpen. Ach, der liegt da. Oh, der kleine Schatz. Ich habe einen Welpen, der mich auf Trab hält. Bin umgezogen, lebe noch halb aus Kartons und hatte aus diesem Grund einfach wirklich eine Zeit lang einfach mal keinen Bock, Videos zu produzieren. Ich weiß, für den durchschnittlichen YouTube-Zuschauer ist das eine Katastrophe. Wie kann ein YouTuber keine Videos machen und noch nicht mal vorproduzieren? Sorry auf jeden Fall dafür, diese Phase ist jetzt vorbei. Ich habe sogar für die nächsten Tage schon Videos in Arbeit und es geht jetzt auch wieder mit Gaming weiter. Gaming ist auch ein gutes Stichwort, denn es kamen jetzt hier 2 bis 3 Wochen keine wirklichen Videos. Außer das Video, wo ich gesagt habe, dass ich jetzt zu meinem Geburtstag WoW streame. Dann davor kam ein bisschen Gamescom und davor war die Nulltour. Und nach der Nulltour habe ich jetzt einfach Gamescom-Stress, Umzugsstress und jetzt kam einfach lange Zeit nichts. Aber die Gaming-Fans unter euch, die vermissen schon seit ungefähr 2 Monaten plus Videos. Denn Prison hat vor der Nulltour einfach geendet, mittendrin. Und es ging nicht mehr weiter und es ging bis heute noch nicht weiter und es kam auch seitdem kein einziges Gaming-Video auf diesem Kanal. Nichts. Weder Minecraft noch sonst irgendwas. Ich weiß, wie viele Leute diesen Kanal auch wegen Gaming abonniert haben. Das wird sich bis zum Wochenende wieder normalisieren. Lass mir noch bis zum Wochenende Zeit. Ich muss nämlich noch nebenbei gerade einige Projekte abarbeiten. So, da kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Ich werde auf diesem Kanal sehr, sehr viel verändern. Ja, dieser Kanal wird nicht mehr so sein, wie er mal war. Und nein, es tut mir leid, euch enttäuschen zu müssen, ich werde mich nicht in Badewannen gefüllt mit irgendeinem Zeug reinlegen und das Dschungelcamp zu Hause nachspielen, auch wenn das sehr beliebt ist. Nein, sowas wird es auf meinem Kanal nicht geben. Also könnt ihr auch an dieser Stelle deabonnieren, wenn ihr einen Simon in 40 Kilogramm Nutella sehen möchtet. Was ich machen möchte, sind Dinge, auf die ich wirklich Bock habe. Und das habe ich eigentlich schon immer gemacht, aber irgendwie auch nicht. Und das möchte ich kurz erklären. Auf YouTube, und das können mir sehr viele YouTuber wahrscheinlich bestätigen, also alle YouTuber, die sich angesprochen fühlen, können das gerne mal in die Kommentare schreiben, ist es am wichtigsten, Videos zu produzieren, die gut ankommen. Nicht Videos zu produzieren, mit denen man selbst am zufriedensten ist, nicht Videos zu produzieren, die man vielleicht einfach gerne in die Welt rausschmeißen möchte, sondern Videos zu produzieren, von denen man leben kann. Wenn man YouTube als Job macht und YouTube lebt, damit seine Miete zahlt, seine Ausgaben deckt, dann muss man in erster Linie mit YouTube Geld verdienen. Ganz einfach gesagt, so mehr Klicks man hat, umso mehr Geld verdient man. So. Ja. Ja, so kann man es ausdrücken, ne? Und aus diesem Grund müssen YouTuber, die davon leben wollen, besonders wenn sie halt noch kleiner sind, das machen, was gut ankommt. Also die YouTuber machen
zwangsläufig das, was die Leute sehen wollen. Und dann ist auch sehr, sehr wenig Spielraum für Veränderungen. Also viele YouTuber sagen, hey, ich würde eigentlich gerne was Neues ausprobieren, aber es kommt nicht so gut an bei meiner Community. Ich würde gerne das und das machen, aber es wird gehatet. Ich glaube, ich bleibe lieber bei dem, was ich schon immer gemacht habe. So, und das ist auch das Kernrezept für YouTube-Erfolg. Das zu machen, was man immer macht, immer das Gleiche machen, ist eigentlich schon am besten auf YouTube. Würde ich so aus meiner Erfahrung sagen, denn ich habe immer was komplett anderes gemacht und deswegen ging es bei mir immer hoch, runter und hoch und runter. Ich mache mal Ewigkeiten Gaming, dann mache ich Reisen, dann produziere ich auf einmal gar kein Gaming mehr, so wie letztens. Und jetzt kam zwei Monate kein Gaming und auch einfach sonst nichts. Und das ist eigentlich das, was auf YouTube, was man niemals machen sollte, denn sowas bestraft dann der sogenannte YouTube-Algorithmus. Wieso erzähle ich euch denn dann am Anfang, dass ich jetzt nicht mehr mich danach orientieren möchte, wenn es doch so wichtig ist, sich danach zu orientieren, was gut ankommt, weil sonst ist dieser Kreislauf ja kaputt. So mehr Klicks, desto mehr Einnahmen und dadurch noch mehr Einnahmen und so weiter und so fort. Das, der Grund ist, dass mir irgendwann klar geworden ist, vor einer Weile, dass ich genug habe, um ein glückliches Leben zu führen und ich nicht unbedingt einen Ferrari vor der Haustür stehen haben muss und ich brauche auch nicht unbedingt eine Villa in Miami. Jetzt könnte man denken, ich bin vielleicht nicht ehrgeizig, aber das stimmt nicht. Ich bin eigentlich ein ziemlich ehrgeiziger Mensch, aber ich bin auch ein genügsamer Mensch, würde ich einfach mal sagen. Also ich bin in der glücklichen Lage, dass es reicht, um davon zu leben und gut zu leben. Also ich lebe viel, viel besser durch die Einnahmen, die ich von YouTube und durch Werbevideos mit Partnern verdiene, als ich jemals in meinem Leben als Erzieher verdient hätte. Was mir jetzt wichtiger ist, als noch mehr Geld zu verdienen, ist, Videos zu produzieren, die ich jedem Menschen zeigen könnte und sagen könnte, hey, guck, das sind meine Videos. Videos zu produzieren, hinter denen ich 100% stehe. Videos zu produzieren, die ich richtig geil finde. Videos zu produzieren, die ich einfach nur feiern kann. Und das möchte ich, das ist mein Ziel. Ich möchte von nun an geilen Scheiß machen. Auch wenn ich jetzt sage, dass ich jetzt viel geilere Videos produzieren möchte, heißt es nicht, dass diese Videos jedem gefallen müssen, denn ich möchte verschiedene Rubriken ausprobieren. Und wie ich eben schon sagte, ist das Beste auf YouTube, immer eine Schiene zu fahren. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt immer nur seit dem Megaprojekt immer Minecraft gemacht hätte, nur Minecraft und immer neue Minecraft-Megaprojekte und sowas, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt bei 4 Millionen Abonnenten. Und nicht bei 2. Auf eine Sache zu spezialisieren, ist viel besser auf YouTube, als verschiedene Sachen auf seinem Kanal durcheinander zu würfeln. Aber wie gesagt, ist mir scheißegal, was auf YouTube gut ist und was nicht. Ich möchte wirklich das tun, was ich tun möchte. Und ich habe nicht umsonst alle meine Kanäle dicht gemacht, um jetzt noch mein Nebenkanal zu öffnen. Ich möchte auf einem Kanal all das tun, worauf ich Bock habe. Und das Problem dabei ist, es wird nicht jedem alles gefallen. Denn es sind Sachen, die mir gefallen. Und nicht jeder von euch hat genau die Interessen, die ich habe. Aber ich kann euch sagen, was die Hauptelemente auf diesem Kanal sein werden. Gaming wird es jeden Tag geben. Sobald es wieder losgeht, wird Gaming jeden Tag kommen. Zu einer festen Uhrzeit, damit alle Gaming-Zuschauer auch wissen, hey, sagen wir mal als Beispiel, um 14 Uhr haut Simon das Gaming-Video raus, da bin ich gerne am Start. So, ich liebe Gaming, ich habe Gaming meinem linken Arm geopfert und da wird noch einiges dazukommen. Und ich liebe Gaming und ich werde immer Gaming machen. Ich werde immer Gaming machen und ich weiß auch, dass viele von euch gar kein Gaming schauen und es ist trotzdem cool, dass ihr hier seid. Und ich weiß auch, dass viele von euch so krass Gaming vermissen und das ist auch cool, dass ihr hier seid. Ich werde reden, das ist auch cool, dass ihr hier seid. Dann möchte ich sehr gerne mein nächstes Hobby auf YouTube ausleben. YouTube. Hä? YouTube? Ja. Ich liebe es nicht nur Videos zu produzieren, ich liebe es auch Videos zu schauen. Dass ich auch gerne dazu etwas auf meinem Kanal machen möchte. Und das Ganze wird so eine Art Let's Watch. Ich möchte einmal am Tag, genau wie beim Gaming, es wird einmal am Tag eine feste Uhrzeit, an dem ich eine halbe Stunde bis Stunde streamen möchte. Ja, es gibt jetzt YouTube-Livestreams für alle. Und ich möchte gerne live streamen und mit euch zusammen YouTube-Videos angucken. Und warum ich das zu einer festen Uhrzeit machen möchte, hat folgenden Grund. Dann könnt ihr euch eure Videos, die ihr unbedingt noch gucken möchtet oder die im Laufe des Tages in eure Abo-Box gekommen sind, könnt ihr aufheben und die können wir zusammen gucken. Und dann seht ihr auch direkt meine Reaktion und ich kann eure Reaktion im Chat lesen. Und ich möchte einfach gerne mit euch jeden Abend ein Stündchen, ein halbes Stündchen, Stündchen YouTube-Videos gucken. Manche werde ich durchskippen, manche werden wir jetzt ganz angucken. Egal, gute Videos, schlechte Videos, manche werden uns zum Fremdschämen bringen, manche sind mega geil und wir werden uns alles angucken und ihr könnt mir in den Kommentaren schreiben, was ist gerade mega in, was ist der Hype-Shit, was ist der größte Schrott und was sollte ich unbedingt gucken und was darf man nicht verpassen. So, ich möchte gerne quasi jeden Tag eine kleine Show machen, in der ich mit euch gemeinsam YouTube-Videos gucke. Ja, das dazu. Dann möchte ich gerne Technik-Videos machen. Ja, ihr habt richtig gehört, Technik-Videos. Allerdings möchte ich nicht irgendwie so mega spezifisch rangehen wie ein Technikkanal. Da gibt es sehr, sehr gute, die kann ich empfehlen. Also als Beispiel
Alexi Bexi macht mega, also er ist kein reiner Technikkanal, er macht auch ein bisschen hin und her gewürfelt Sachen, aber er macht mega gute Reviews, Hammer. Ich feier ihn richtig. Dann Felix Barr, mega gute Technikvideos, mega gute Reviews. Und das sind nur ein ganz kleiner Teil von den YouTubern, die ich im Technikbereich in Deutschland gucke. Und ich gucke noch sehr, sehr viele amerikanische Technik-YouTuber. Ich möchte euch eher vor, also nicht nur Technikvideos, sondern ich möchte in erster Linie Unboxings machen. Deswegen wird das Format auch ungeboxt heißen oder ungeboxt. Und ja, ungeboxt. Und in diesem Format möchte ich euch alle möglichen Sachen zeigen. Ob es jetzt Technik-Gadgets sind oder ob es jetzt irgendwelche Gadgets sind, die so ein bisschen in die Nerd-Richtung gehen. Als Beispiel, auf meinem Küchentisch hier steht mein kleiner Health Pot. Das ist meine Süßigkeiten-Tasse. Wenn Gäste hier sind, dann können die sagen, ich brauche Heilung und dann kriegen die ein veganes Gummibärchen. Solche Sachen, so Spielereien und so Sachen, die ich feiere sowas. Ich stehe auf solche Dinge und solche Sachen möchte ich mit euch zusammen unboxen. Ihr könnt mir wieder schreiben, was muss ich unbedingt mal ausprobieren, was muss ich den Leuten mal näher bringen. Das möchte ich gerne auch auf meinem Kanal machen. Ich möchte gerne auch Technik und Nerd-Stuff unboxen und auch ein bisschen was darüber erzählen und sie im Alltag benutzen. Und dann passend zu dem, was in meiner Health Potion drin ist, möchte ich über ein Thema reden, wo ich mich lange gegen gewehrt habe, darüber zu reden. Viele von meinen Zuschauern wissen es, ich bin Veganer. Und jetzt werden auch viele wahrscheinlich denken, woran erkennt man einen Veganer? Erzähl's dir immer und immer wieder. Jo. Und genau wegen solchen Sachen habe ich das Thema Veganismus immer nur am Rand erwähnt. Ich möchte aber auch gerne in Zukunft meine Meinung zu verschiedenen Themen zum Thema Veganismus mit euch besprechen. Ich lebe seit einer langen Zeit wieder vollkommen vegan. Also ich möchte auch vollkommen vegan bleiben. Ich möchte euch gerne viele Sachen dazu erzählen, im Alltag und so weiter und so fort, auf was für Sachen man wirklich achtet und so weiter und so fort und meine Gedanken einfach zu dem ganzen Thema, aber wirklich ohne die Fleischesser da draußen anzugreifen. Also an alle Fleischesser, die gerne Fleisch essen, fühlt euch nicht angegriffen. Ich lebe nach dem Motto Leben und Leben lassen. Wenn ihr euch trotzdem für das Ganze interessiert, schaut rein. Ansonsten, die veganen Videos werden auch als vegane Videos gekennzeichnet. Ansonsten ignoriert sie einfach. Ich weiß, dass das die Videos sind, die bei mir am meisten Dislikes bekommen werden, weil das Thema vegan wird einfach grundsätzlich mehr gehatet als andere Themen, weil durch das Thema Veganismus fühlen sich halt wirklich manche Leute angegriffen. Ich möchte trotzdem gerne über das Thema reden, weil es mir wirklich am Herzen liegt. Ich möchte in dem Thema auch wirklich niemanden bekehren. Ich möchte in dem Thema niemanden sagen, das ist richtig und das ist falsch. Das müsst ihr selber für euch entscheiden, was für euch der richtige Weg ist und das soll auch jeder für sich selbst entscheiden, aber ich möchte gerne meine Meinung zu solchen Themen erzählen. Und da sind wir auch wieder beim nächsten Punkt, Meinung. Ich möchte meine Meinung zu sehr, sehr vielen Themen gerne in Videos verpacken. Ich möchte wirklich über viele Dinge reden und das ist so ein bisschen die Inspiration von der Luna. Sie ist einer der wenigen YouTuber in Deutschland, die authentisch sind. Boah, authentisch ist so ein ekliges Wort geworden. Kotze ich, wenn ich das höre, weil das Problem ist, authentisch. Da wird mir richtig schlecht. Das in YouTube. Ne. Sorry, aber wenn ich authentisch höre, dann kann ich auch nur kotzen. Weil diese beiden Wörter in einem Satz zusammen, authentisch oder Authentizität und YouTube, das ist einfach so das, was man überhaupt nicht als YouTuber hören möchte. Weil man weiß, wie verlogen und falsch die YouTube-Szene ist und wie unauthentisch die meisten YouTuber sind. Und das ist einfach so, das ist das, was die YouTuber gerne wären, aber wenn man authentisch sein möchte, da heißt das noch lange nicht, dass man authentisch ist. Und ich will auch gar keinen Namen hier sagen, aber naja, also Luna ist wirklich ein YouTuber, den ich als authentisch bezeichnen würde. Einer der sehr, 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 sehr wenigen YouTuber. Und ja, ich finde, ich schätze ihre Meinung sehr. Ich weiß, dass für viele Leute Luna einfach nur eine Meckertante ist oder eine Feministin oder was auch immer. Ich schätze Lunas Meinung aber wirklich sehr und ich gucke mir Lunas Videos sehr gerne an. Ich weiß, also die Hälfte von Lunas Videos sind so ein bisschen, was habe ich da mir gerade angeguckt? Na gut, alles klar, aber so die andere Hälfte ist wirklich, wo ich jedes Mal sage, finde ich gut, dass es jemand anspricht. So, und da gibt es immer mehr Videos zu solchen Themen. Also letztens hat auch eine andere YouTuberin, die heißt Mirella, hat auch ein Video gemacht über so einen totalen Facebook-Idioten und das habe ich auch sehr gefeiert. Also ich möchte auch in Zukunft neben
allem Spaß, den wir hier auf YouTube haben können, möchte ich auch sehr, sehr gerne meine Reichweite nutzen, um ernste Themen, die mir wichtig sind, oder auch mal gesellschaftskritische Themen, mit euch zu besprechen. Ich weiß, das Video ist mega lang und ich laber und laber und laber, aber es ist ein sehr, 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 sehr wichtiges Video. Ein sehr, sehr, sehr wichtiges Video für die Zukunft dieses Kanals. Das sind nur ein paar Sachen, die ich einfach machen möchte, ja? Also ich möchte gerne täglich Gaming-Videos machen. Ich möchte gerne täglich mit euch einen kleinen Livestream hier auf YouTube veranstalten, in dem wir uns zusammen YouTube-Videos reinziehen. Ich möchte sehr, sehr gerne Technik-Videos machen. Das ist noch nicht regelmäßig. Also die Technik-Videos sind noch nicht regelmäßig, immer nur so, wie ich mir gerade was geholt habe oder wie ich gerade Bock habe, ja? Oder wie ich gerade einfach was gefunden habe, ja? Also die Technik-Videos, die werden vielleicht irgendwann mal regelmäßig, aber sind erstmal nur so Special-Videos, die zwischendurch mal kommen. Dann wird es auch immer mal wieder Vlogs geben. Momentan habe ich gar keine Lust auf Daily Vlogs. Das wäre auch, glaube ich, in den ganzen Dingen, die ich vorhabe, nicht mehr zu integrieren. Ich habe einfach so viel vor. Zum Beispiel vor dem Wochenende habe ich ein Event mit Cinemax und Universal gestartet. Da waren knapp 500 meiner Zuschauer mit mir zusammen im Kino, im Cinemax am Dammtor in Hamburg. Und das war echt mega geil. Und das war auch so eine Sache, die richtig Motivation gibt, sich mit so vielen Leuten zu unterhalten. Und das wird es in Zukunft öfter geben. Also das Event heißt Let's Watch. Und da gucke ich halt mit Zuschauern zusammen Filme. Es wird halt immer vorher angekündigt und dann gibt es halt Karten, so wie halt eine normale Kinovorstellung. Und es gibt immer nochmal zusätzlich so besondere, ja, kleine Geschenke für euch. Also wir haben letztens The Purge geguckt, das ist ein Film, wo Leute maskiert in der Stadt alle umbringen. Das ist auch ein Film ab 16. Ich fand aber, der Film war so krass, der hätte eigentlich ab 18 sein müssen. Das ist wirklich ein sehr, 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 sehr kranker Film. Hat mich schon echt geschockt. Also vielleicht bin ich auch einfach zu... Vielleicht bin ich auch ein bisschen zart beseitet, aber dieser Film war echt hart. Sind wirklich hart. Na egal. Und da gab es dann zum Beispiel so Schlehmasken, so richtig Psycho-Schlehmasken und dazu halt noch so mal richtig coole Autogrammkärtchen. Und ich habe mit allen Leuten, die auch Bock hatten, noch ein Foto gemacht und so. Es war ein mega, mega cooles Event und es hat echt Spaß gemacht. Ja, und sowas wird es auch in Zukunft öfters geben. Also falls ihr in der Nähe von Hamburg, kommt, dann seid ihr natürlich herzlich eingeladen und falls ihr aus der Nähe von Hamburg kommt, dann ja, freue ich mich natürlich auch, falls ihr aus der Nähe von Hamburg kommt oder vielleicht auch mal ein bisschen länger für so ein Event fahren möchtet, freue ich mich natürlich auch in Zukunft, euch bei sowas zu sehen. Ich habe super viel in diesem Video gelabert, locker noch die Hälfte vergessen. Ihr werdet auf jeden Fall ab jetzt die Veränderung auf diesem Kanal mitbekommen. Noch eine kurze Frage, in der Beschreibung habe ich mal eine Umfrage reingepackt. Zu welcher Uhrzeit findet ihr es am besten, abends zusammen diese kleinen Let's Watch Together auf YouTube zu machen, also YouTube-Videos zusammen zu gucken. Da habe ich einfach ein paar Uhrzeiten in der Beschreibung reingepackt und da könnt ihr mal abstimmen. Je nachdem würde ich mich dann daran richten. Und ja, es kommt heute tatsächlich noch ein Video oder morgen, je nachdem wie es passt. Aber ich muss das jetzt noch fertig schneiden, denn ich war in Berlin zu einem Filmevent und das war wirklich richtig heftig. Wir wurden von der Polizei angehalten, mit so einem alten Auto rumgefahren und ja, ich kann gar nicht erzählen, was da drin, also ich will gar nicht vorwegnehmen, was da drin passiert ist, aber das war wirklich der Horror. Also das war wirklich das schlimmste Erlebnis, was mir in den letzten Jahren passiert ist. Und das kommt heute oder morgen im Video. Das Video wird irgendwie halt heißen, von der Polizei angehalten und meinen Führerschein wegen einem Dreh verloren oder so. Ja, viel Spaß werdet ihr schon sehen. Und ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, je nachdem, was für eine Uhrzeit ihr habt. Ihr könnt natürlich gerne eine Wertung da lassen, wenn ihr euch über die Veränderung freut, wenn ihr sagt, hey cool, ich bin mal gespannt, wie es wird. Dann erlebt das Ganze mit mir hier zusammen. Ich möchte mit euch gemeinsam auf diese Reise gehen, ich möchte mit euch gemeinsam ein neues Kapitel starten und ja, bis zum nächsten Video, haut rein, ciao!